So, was hast du denn mitgebracht? Dein Bademantel. Ach, deine Jacke. So. Ich habe jetzt echt gerätselt. Ne? Ich dachte, na, was passiert jetzt hier? Nimmst du ein Bad jetzt oder so? Nein, ist nicht so. Gott sei Dank. Wollte schon sagen. So, jetzt ist es so, das ist schon wieder nicht so lustig. Man kennt dich ja... Schon wieder nicht. Schon wieder nicht so lustig. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon eigentlich wieder nicht gar so. Nicht lustig. Ist gar nicht lustig. Wir kennen dich ja immer Spruch auf den Lippen, ja, weil aus die Künstler aus NRW haben immer Sprüche auf den Lippen. Und, das stimmt, Junge. Das ist nämlich so. Und wie gesagt, immer guter Laune. Aber die letzten zwei Jahre waren schon ganz schön hart. Sie haben es vielleicht verfolgt. RTL, die ganze Presse hat sich drauf gestürzt, Bild-Zeitung. Und wie sie alle heißen, die großen meinungsmachenden Medien. Und da ging es um einen Prozess, ja, wo wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Und da war es natürlich so, wo der Prozess losging vor zwei Jahren, da haben sich alle Freunde abgewandt, ne? Also die angeblichen. Alle Freunde, Verwandte, Bekannte, eigene Familie sogar. Ja, alles abgewandt, selbst die Plattenfirma, da war finito. Und aber jetzt, ne, nach zwei Jahren, wo der Freispruch ist ja in allen Anklagepunkten Freispruch gewesen. Genau. Steht natürlich nicht mehr in den Zeitungen. Ja, das ist natürlich klar. Ne? Oder ganz klein irgendwo noch. So klein so und vorher klein. War Bild-Zeitung Titelseite. Ja, und dann RTL auf der letzten Seite dann so kleinen Freispruch für Nick. Ja. Und, genau. Und es gibt wenige Menschen, die dann so zu einem halten in dieser schweren Zeit. Und eine Frau hat immer zu dir gehalten. Und das ist deine eigene Frau. Genau. Die Ela, meine Managerin, die hat immer zu mir gehalten und hält immer noch zu mir. Das ist ja schön. Und deswegen mein riesiges Applaus. Für meine Frau. Ich bin immer so am Filmen, ja. So. Filmt alles. Ja. Auch wie mir die Hose heute geplatzt ist. Heute ist mir die Hose geplatzt. Kann ich Ihnen das vorstellen? Das hättet ihr sehen müssen. Also Jens Seidler will auf der Bühne gehen und ihm reißt die Hose. Aber ja. Er war zum Glück nochmal schnell beim Schneider und hat die Hose nähen lassen. Also nicht die Hose, die genäht ist im Auto. Aber dazu ich denke, bin ich mir sicher, das wird auf einer Facebook-Seite irgendwo zu sehen sein, sicherlich auf der von Nick. War ja auch teuer genug, ne? Diese Reparatur war teuer. Das muss man schon sagen. Die Rechnung war horrend. Aber wir wollen nochmal zu deiner lieben Frau und Managerin kommen. Die hat zu dir gehalten und du hast gesagt, da mache ich ein Lied für sie. Ganz alleine schreibe ich das und habt ihr auch schon produziert. Genau. Es wurde ein Lied geschrieben von Bernd Habecksbeck. Es handelt über die letzten zwei Jahre. Meine Frau singt auch erstmalig mit. Sie wird nie auf der Bühne stehen, aber ihr hört sie. Hört mal rein. Es kommt eigentlich erst im September, da kommt das neue Album Schlagersterne. Aber ich habe gesagt, wenn ich hier in Göttingen bin, dann präsentiere ich sie für euch. Wie gesagt, heute zum ersten Mal, das Ganze heißt, nach all der Zeit.